Hey Leute, willkommen bei der Schlossgefahren und dieses Video ist nur für Miché. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wisst ihr überhaupt, was ihr da tut? Ihr beleidigt Miché als scheiß Schwarzer, als scheiß Nigger. Ist das gut, Leute? Sag mal ehrlich, ist das gut? Wollt ihr auch, dass andere Leute euch beleidigen mit scheiß Deutscher oder scheiß Ausländer? Nein, wollt ihr nicht. Ihr wollt auch mit Respekt behandelt werden. Also gebt Miché auch ein bisschen Respekt. Behandelt ihn nicht respektlos, nur weil er dunkelhäutig ist. Aber Leute, ich mache euch nichts vor. Das ist nicht eure Schuld, sondern das ist die Schuld unseres Vorfahren. Denn schon seit Jahrhunderten werden die Dunkelhäutigen versklavt, getötet und verhandelt, als wären sie irgendwelche Gegenstände. Und ja, das haben wir leider von denen geerbt. Okay, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber es ist heute noch eigentlich sehr schlimm. Wisst ihr eigentlich, wie es ist, wenn euch Leute auf der Straße einfach so begegnen und euch so angucken, als wärt ihr kein Mensch? Wenn die sich fragen, hä, was ist das für eine Hautfarbe? Schwarz? Was ist das? Ist euch überhaupt bewusst, wie das ist, als ein Dunkelhäutiger durch die Straßen zu gehen und zu merken, wenn jeder ihn einfach so anguckt, als wäre er kein Mensch? Leute, wisst ihr, wie das ist? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie es sich anfühlt? Nicht nur Miché, sondern auch alle anderen Dunkelhäutigen auf der Welt fühlen sich so. Ihr seid alle ahnungslos. Ohne Scheiß, ich würde mal gern wissen, was ihr gemacht hättet, wenn ihr an seiner Stelle wärt. Leute, ich sag euch mal was. Miché ist eigentlich erst richtig korrekt, Mann. Er ist immer vor allem da, wenn man ihn braucht. Guck mal, zum Beispiel, er wohnt jetzt 3 Kilometer oder so von uns weg und er kommt immer vom Video her. Oder manchmal, wenn mir langweilig ist und ich brauche ein Spiel, sorgt er mir immer ein Spiel. Und die kriegt er natürlich wieder, irgendwann. Immer wenn ich was brauche, ist er immer für mich da. Und er ist ein ehrlicher Mensch und er hat so ein wunderschönes Lächeln. Und dachte über jede Scheiße. Und auch wenn man ihn haut, nur aus Spaßkampf, ne, er haut ja auch zurück. Nur in den Videos zeigen wir das nur. Er lacht dann auch über jede Scheiße, obwohl er schon halb tot liegt. Und er ist kein Lügner, er ist ein ehrlicher Mensch. Er guckt nur auf sein Äußeres und wisst gar nicht, wer sich im Inneren fühlt, Alter. Schämt euch mal. Miché, Bra, du bist einfach der Beste. Und ohne dich ist Schwarzkopf-Kanal halt gar nichts, Alter. Wir brauchen dich einfach hier. Bruder, ich habe so Respekt vor dir. Auch wenn du 3 Jahre jünger bist als ich, sehe ich auf dir auf. Du machst weiter und kämpfst weiter. Und das interessiert dich nicht, was andere so erzählen. Mach einfach so weiter. Ich weiß, wie sehr es wehtut. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde damit nicht klarkommen. Du zeigst nicht Schwächen. Du lachst einfach immer wieder und wieder und wieder. Egal wie. Auch wenn Leute dich auslachen, lachst du immer. Und ich habe einfach nur Respekt für dich. Mach immer weiter so. Du zeigst ganz Deutschland, was Dunkelhäutige so können. Lass uns zusammen alle Miché verteidigen. Denn nicht nur Miché, denn alle Dunkelhäutigen auf der ganzen weiten Welt. Denn Mensch ist Mensch. Bruder, wir lieben dich.